Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel, herzlich willkommen zum V-Log, Logbuch des Captains. Bleibt dran! Heute geht es um Foodsharing und zwar habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht. Foodsharing, ja, wir schmeißen einfach zu viel Essen weg. Ja, ich sehe es ja selber, man kauft Unmengen an Essen ein und dann laufen die ab. Gut, manche Sachen, die kann man noch essen, wenn sie abgelaufen sind. Aber es wird halt in unserer Gesellschaft viel weggeschmissen. Es wird zu viel gekauft, zu viel weggeschmissen. Ich würde anregen, kauft doch einfach nur das, was ihr für eine Woche braucht. Und danach geht er wieder einkaufen. Oder ihr kauft das, wo ihr garantiert sagt, ja, bis Ende des Monats ist nichts mehr da. Früher, als ich noch so ganz am Anfang vom Fahren war, da hatte ich eine Tankstelle, wo ich nachts hingekommen bin und da habe ich mir immer nachts einen Kaffee gezogen und da hat der Tankstellenmitarbeiter hat Brötchen da liegen gehabt, also Mettbrötchen und geplatzte Würstchen und alles mögliche und auch Stückchen und so, auch Pizzateilchen und so weiter und die er hätte weggeschmissen, weil kann nicht mehr verkauft werden. Na? Und dann hat er gesagt, hey, du bist doch noch die ganze Nacht unterwegs, hast du Lust, dir ein Care-Paket mitzunehmen? Ja, ja. Außer für den Kaffee habe ich nicht viel Geld dabei. Gell? Und dann hieß es dann, ja nee, das kannst du komplett umsonst mitnehmen. Und seitdem habe ich dann, eigentlich fast jeden Tag, habe ich so ein schickes Care-Paket bekommen. Na? Und da war halt immer verschiedene Sachen drin. Manchmal süße Sachen, manchmal deftige Sachen. Ich bin ja einer, der auf deftige Sachen steht. Ab und an, also meistens waren ein bis zwei geplatzte Würstchen dabei. Die kann man ja auch noch essen. Wunderbar. Und das alles für den Preis von einem Kaffee. Weil er gesagt, kaufen musste auf jeden Fall irgendetwas. Ja, ich würde sagen, liebe Tankstellen, schaut euch das Video mal an. Und ja, wenn einer abends vorbeikommt, vielleicht ein Obdachloser, ja, und dann ruft ihn zu euch rein und sagt, hier, nimm die Sachen mit, die nicht mehr verkauft werden können, weil sonst werden sie weggeschmissen. Das ist eine gute Idee. Oder, was auch eine sehr, sehr klasse Idee wäre, wenn es ein Restaurant gäbe, wo sagen würde, ich hebe einen Kühlschrank auf und in dem Kühlschrank mache ich all die Sachen rein, die nicht verkauft werden und die eigentlich weggeschmissen werden. Die hebe ich eine Zeit lang auf und ich mache mir in meine, also ins Fenster, vielleicht kann man da irgendwas basteln, fotomäßig, dass Leute, die Hartz IV bekommen oder Leute, die halt kein Geld haben, dass sie wissen, oh, da kann ich reingehen, kann fragen, ist etwas da zum Essen? Und wenn was drin ist, dann kann man es gleich weitergeben, ne? Dann wäre der ganze Müll, dann wäre auch weniger Müll, ja? Oder wenn sich
viele Leute an die Tafel anschließen würden. Ja, ich finde die Tafel zum Beispiel sehr geil. Ich war noch nie dort, weil ich verdiene ja Geld. Und ich war noch nie dort, aber es ist eine total, total super klasse Sache. Und die Arbeit von den Leuten von der Tafel muss ich wirklich in den höchsten Tönen loben. Ja. Ja, dann gibt es diverse Organisationen, die Essen verteilen. Ich habe noch was von diversen Biker-Gruppen gehört, die das machen. In unserem Bereich. Auch wunderbar, mein höchstes Lob dafür, Leute. Ihr seid die Besten. Und ja, also, wie gesagt, das mit den Restaurants finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht kann sich ein Restaurant dazu bereit erklären. Und ich bin mir sicher, ich kann da Kontakt zu einem Magazin oder so herstellen, was es vermarkten kann. Und wenn da erstmal 2, 3, 4 Restaurants sich beteiligen und das die Runde macht, dann kann daraus was echt Großes entstehen. Ja? Restaurantbetreiber, wenn ihr mein Video sehen solltet, schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr dazu bereit seid. Und ja, und ihr Leute im Allgemeinen, schreibt mir mal rein, was ihr davon haltet, vom Thema Foodsharing. Oder schreibt mir noch andere Beispiele, wie man Foodsharing anfangen könnte. Na, wie man sein Essen teilen kann. Na, ich meine, es gibt, ich habe gehört, es gibt diverse Apps, wo du Essen finden kannst für billiger. Na, aber ich habe noch nie einen Obdachlosen gesehen, der eine App hat. Ich habe noch nie einen Obdachlosen gesehen, der insgesamt sich ein Handy leisten kann, so quasi. Von daher ist es auch ein bisschen aus der Luft gegriffen. Das ist dann wirklich nur für die Sparfüchse unter uns, ja. Wie gesagt, macht mir Vorschläge, schreibt es in die Kommentare rein. Na? Im Übrigen habe ich jetzt auch eine Instagram-Seite, die werde ich verlinken. Also die schreibe ich in die Infobox mit rein, jetzt immer. Und auch da könnt ihr teilweise meine Beiträge sehen und könnt mir dort schreiben. Und meine E-Mail-Adresse ist so bekannt. Ja. Ja, ich würde sagen, ein kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was noch für Themen bereden kann. Ja, ich habe ja eigentlich zu allen eine Meinung, obwohl mir die Meinung oft abgeschlagen wird. Siehe das Erlensee Neuberg. Das mache ich euch mal hier in die Info. Und darauf habe ich auch eine Resonanz gemacht mittlerweile, weil da musst du einfach darauf reagieren. Mache ich euch auch in die Info. Ja, als dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels.